Wir befinden uns mitten in einer sehr interessanten Predigtreihe. Wir haben uns angeschaut, ja, dass in Beziehungen es Konflikte gibt. Ja? Also du lebst ein Leben, du schreibst Geschichte mit deinem Leben und ich lebe und ich schreibe mit meinem Leben Geschichte und unsere Geschichten kreuzen sich, während wir uns begegnen und es gibt diese Begegnung, die wir alle feiern, die wir richtig genießen. Und dann gibt es diese Begegnung anderer Art, wo wir sagen, boah, auf die hätte ich gerne verzichtet. Und wir haben uns angeschaut, ja, wie kannst du mit Konflikten umgehen? Bist du konfliktfreudig oder eher konfliktscheu? Und was ist denn ein gesunder Umgang mit Konflikten? Und wir hatten uns den WWW-Burger angeschaut, ja, die vier Ws. Ja, wenn wir etwas ansprechen, dann wollen wir es wertschätzend machen. Wir wollen mit dem anderen teilen, wie wir die Situation wahrnehmen, wie das Verhalten auf uns wirkt und was wir uns für die Zukunft wünschen. Und heute nun wollen wir den Spieß einmal umdrehen. Ja, in den ersten Predigten ging es darum, wie du Feedback geben kannst, wie du Konfliktgespräche führen kannst. Aber heute drehen wir den Spieß um. Jemand teilt mit dir, was er über dich denkt. Ja? Also wie kannst du gesund Feedback nehmen? Und da wollen wir natürlich auch wieder erstmal mit einer Bestandsaufnahme starten. Ja? Wie sieht das denn in deinem Leben aus? Jemand gibt dir Feedback? Magst du das? Liebst du das? Das wäre eine gute Frage. Also liebst du es, Feedback zu bekommen? Die zweite Frage, weißt du den Wert eines guten Feedbacks zu schätzen? Und vielleicht gehen wir noch einen Schritt darüber hinaus. Bittest du den anderen um ein Feedback? Also bist du aktiv darin, Feedback zu suchen? Weil auch dort können wir wieder sehr aktiv sein oder halt abwarten, passiv. Und das zeigt dir und mir, wie wertvoll wir Feedbacks empfinden und ob wir auch mit Feedbacks ganz praktisch arbeiten. Ja, das Wort Feedback kommt ja aus der englischen Sprache. Ja, to feed und back. Ja, und diese beiden Worte bedeuten einmal jemanden zu nähren, das ist to feed, also jemanden nähren, oder es bedeutet auch melden. Ja, to feed, melden und dann back, wirst du wahrscheinlich schon verstehen, ja, ist zurück. Ja, es geht also um eine Rückmeldung und ich finde, wenn ich meinem Gegenüber eine Rückmeldung gebe, die ihn in seiner Entwicklung als Mensch und in seiner Persönlichkeit unterstützt, dann ist das für mich ein gutes Feedback. Ja, es soll dich nähren, es soll dir gut tun. Und interessanterweise spricht die Bibel, dass ein gutes Feedback immer zwei Aspekte hat. Ja? Und das wäre ganz gut, wenn du dir das schon mal merkst. Also ein gutes Feedback, von dem die Bibel spricht, hat immer mit Ermahnen und Ermutigen zu tun. Und das lesen wir in 1. Thessalonicher 2, Vers 11 und 12. Das ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Thessaloniki, also in dem heutigen Griechenland. Und da lesen wir, ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Ja? Also hier sehen wir, dass Paulus Dinge ja einfach anspricht in dieser Gemeinde in Thessaloniki. Sein Herz, das lesen wir hier in diesem Vers, schlägt dafür, dass wir uns nicht nur Christen nennen sollen, sondern auch wie Christen leben sollen. Ja? Und aus diesem Grund sagt er, hat er uns ermahnt und ermutigt. Und das griechische Wort für ermahnen, weil sind wir mal ehrlich, meistens fällt es uns leicht, den anderen zu ermutigen, häufiger fällt es uns eher schwer, Dinge ehrlich anzusprechen. Und ja,
wie dankbar wir aber sein können, wenn Menschen ehrlich zu uns sind, Dinge ehrlich ansprechen. Denn das griechische Wort für ermahnen ist parakaleo. Und dieses Wort bedeutet, jemanden zu sich zu rufen. Das ist die wortwörtliche Übersetzung von parakaleo. Ja? Jemanden zu sich rufen. Es bedeutet, jemanden einzuladen, ihn anzuflehen, aufzufordern, ihn zu trösten, zu ermahnen und es bedeutet auch zu beten. Das ist, was das Wort parakaleo alles bedeutet. Und ist es nicht interessant, dass das Vier-Augen-Prinzip in diesem Wort ermahnen steckt? Ja? Wie ein Vater sein Kind liebevoll zu sich ruft. Ja, und nicht öffentlich ermahnt, sondern ihn beiseite nimmt. Ja. Davon spricht ja Paulus, wie ein liebevoller Vater, ja, habe ich zu euch gesprochen. Und so sollen wir einander Feedback geben, so sollen wir einander ermahnen, so sollen wir Konflikte miteinander austragen. Also wir laden unser Gegenüber in eine vertrauensvolle Gesprächsumgebung. Und in dieser sprechen wir Dinge auch mal klar an. Das ist das, was ermahnen bedeutet. Und da können ja auch mal Tränen fließen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, wenn jemand mal ganz ehrlich zu dir ist, dann kann dich das treffen. Weil wir wollen doch alle immer hot und sexy sein. Wir lieben es, wenn andere uns feiern, uns ermutigen, bejubeln. Ja, aber wenn jemand etwas ehrlich anspricht, können auch mal Tränen fließen. Und ich finde es schön, dass dieses griechische Wort das so beschreibt, dass zum Ermahnen auch eine emotionale Fähigkeit gehört, nämlich dann auch zu trösten und sogar füreinander zu beten. Und stell dir das mal vor, du hast ein Konfliktgespräch und beide Parteien sind total ehrlich. Ja, also sie ermahnen sich. Also nicht nur ermutigen, sondern sie ermahnen, sie sprechen Dinge klar an und am Ende kann man noch füreinander beten und das haben wir doch schon verstanden. Wahre Veränderung ist doch nur durch die Kraft Gottes möglich und die, auf die berufen und auf die beziehen wir uns im Gebet. Und dann lesen wir hier, ein Konfliktgespräch soll nicht nur ermahnend, sondern auch ermutigend sein. Und je nach Typ fällt dir einer der beiden Aspekte leichter. Also es gibt Leute, die tun sich richtig schwer, das Positive zu benennen. Ja, ist vielleicht auch so ein deutsches Thema, so eine deutsche Kultur. Ja, wir nörgeln an allem rum. Ja, und ja. Das Interessante ist, dass Paulus aber davon spricht, ein gutes Feedback, beide Aspekte, ermahnen und ermutigen. Warum? Jeder von uns hat blinde Flecken, also etwas, was wir selbst nicht sehen. Und weil wir manchmal damit Schwierigkeiten haben, glaube ich, ist es wichtig, dass wir lernen, wie man Feedback gibt und wie man Feedback empfängt. Und es gibt auch ganz coole biblische Beispiele dazu. Eine Story, wo ich finde, die ist beispielhaft dafür, das ist die Geschichte von dem Propheten Jona. Ja, die lesen wir im Alten Testament. Gott fordert Jona, den Propheten Jona auf, geh nach Ninive, gib dem Volk von Ninive ein ehrliches Feedback. Und interessanterweise sagt Jona, nicht mit mir, mein lieber Gott, habe ich keinen Bock drauf. Ich will ermutigen, aber ich will nicht ermahnen. Das möchte ich nicht. Das ist mir irgendwie unangenehm. Und so ist in der Geschichte total spannend, dass Jona sich dann auf den Weg nach Spanien macht. Ninive liegt genau in eine andere Richtung. Und Gott lässt einen Sturm kommen. Und Jona schmeißt sich ins Wasser. Dort wird er von einem Wal verschluckt. Und er spuckt ihn dann am Strand von Ninive aus. Und was passiert dann? Jona ist bereit, ehrliches Feedback zu geben, ja, Dinge beim Namen zu nennen. Er spricht Dinge klar an. Und was passiert? Der König und das ganze Volk von Ninive kehrt um und der Segen Gottes kann auf sie kommen. Was wäre gewesen, wenn Jona nicht ehrlich ermahnt hätte, ein ehrliches Feedback gegeben hätte? Ja, und daran erkennst du, wie wichtig das ist. Natürlich gibt es auch
andere Geschichten in der Bibel, die uns zeigen, dass Könige nicht gut auf das Feedback reagiert haben. Wenn Dinge ehrlich angesprochen worden sind von Propheten. Ja, Propheten wurden dafür ins Feuer geworfen, ins Gefängnis gesteckt. Ja, nicht jeder ist in der Lage, ein Feedback zu nehmen. Ja, auch bei Jesus. Jesus hat bei den Pharisäern Dinge klar angesprochen. Ja, also Jesus hat auch ermahnt, er hat nicht nur ermutigt, er hat auch ermahnt, Dinge beim Namen genannt, und die Pharisäer waren nicht in der Lage, Feedback gesund zu nehmen, und deshalb wollten sie ihn umbringen. Nun, wir wollen natürlich eine richtig gute Feedback-Kultur in unserem Leben aufbauen, und als Baumeister deines Lebens sollte es dein Ziel sein, eine gesunde Feedback-Kultur in deinen Beziehungen aufzubauen, in der sich auch andere sicher fühlen, dir ein Feedback geben zu können, Dinge klar anzusprechen, ja, und Konflikte nicht einfach unter den Teppich zu kehren. Und die Bibel spricht davon, wenn du dem anderen die Möglichkeit gibst, in dein Leben zu sprechen, dann ist das weise. Wenn du dem anderen nicht die Möglichkeit gibst, dann spricht die Bibel einfach davon, dass du dumm bist. Entschuldige, dass ich es so genau auf den Punkt bringe. Ja, wenn du dich nicht ermahnen lässt, dann nennt die Bibel dich einen Narren. Ja, und in Sprüche 8 lesen wir ab Vers 1, ruft nicht die Weisheit laut und lässt nicht die Einsicht ihre Stimme vernehmen. Oben auf den Höhen, draußen auf dem Weg, mitten auf den Plätzen hat sie sich aufgestellt, zur Seite der Tore, am Ausgang der Stadt, beim Eingang der Pforten. Irgendwie ist die Weisheit überall. Und was macht sie? Sie ruft laut. An euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf und meine Stimme an die Menschenkinder. Ihr Unverständigen werdet klug und ihr Toren gebraucht den Verstand. Hört, denn ich habe Vortreffliches zu reden. Meine Lippen öffnen sich für aufrichtige Rede, denn mein Mund redet Wahrheit und meine Lippen verabscheuen Gottlosigkeit. Alle Reden meines Mundes sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes noch Verdrehtes darin. Ja? Also hier spricht die Weisheit davon, ich bin ehrlich, ja? Ich nenne Dinge beim Namen. Da ist nichts Verdrehtes. Also ich sage nicht, ja, ich finde dich cool und innerlich denke ich, ey, du bist wirklich voll die Niete. Ja? Das macht die Weisheit nicht. Und das Interessante ist, wenn man sich das anschaut, wer ist die Weisheit? 1. Korinther 1, Vers 30 sagt, dass Jesus uns zur Weisheit geworden ist. Also es ist eigentlich, Sprüche 8 ist eine Beschreibung von Jesus. Jesus war ehrlich. Jesus hat ermahnt und ermutigt. Und Sprüche 15, Vers 22 heißt es, wo es an Beratung fehlt, da scheitern die Pläne. Wo viele Ratgeber sind, da gibt es Erfolg. Und das ist, was ein Feedback macht. Ein gutes Feedback gibt dir Klarheit, wie du auf dein Gegenüber wirkst und zeigt die Bereiche, in denen du dich weiterentwickeln kannst. Ja? Und deswegen ist es so ein Segen, viele Ratgeber zu haben, also Menschen, die ehrlich sind und ehrlich in dein Leben sprechen. Und ich möchte zwei praktische Beispiele einmal mit dir teilen, wo ich ein Feedback empfangen habe. Ja? Das ist schon vor einigen Jahren gewesen, da hat der erfolgreiche Männercoach Dirk Schröder mir ein Feedback zu meinen Predigten gegeben und er meinte, Matthias, Inhalt top. Aber sorry, könntest du bitte das lassen? Weißt du, wenn du das lassen würdest, dann wären deine Predigten richtig geil. Dann kann ich sie nehmen. Also richtig geil habe ich wahrscheinlich jetzt gedacht. Er hat es ein bisschen anders formuliert. Aber das war so der Inhalt. Und im ersten Moment hat mir dieses Feedback nicht so geschmeckt. Warum? Naja, er sagt mir eigentlich, sorry, dein Vortragsstil ist nicht hot und nicht sexy. Das mag ich nicht, ja. Und ja, aber ich habe mir eine Zeit genommen, es einfach mal auf mich wirken zu lassen, dieses Feedback. Und dann habe ich gedacht, er hat recht. Ich habe mich selbst mal so beobachtet, oh, wie häufig sage ich denn ja, so als
Gedankenpause. Und dann bin ich das angegangen. Und wenn du heute meine Vorträge hörst, wahrscheinlich achtest du jetzt darauf, ja, dann wirst du sehr selten dieses Wort in meinen Vorträgen hören. Ja, und es war ein wirklich hilfreiches Feedback. Ein anderes Mal kam Howard auf mich zu und meinte, Howard, er ist Pastor hier auch in unserer Gemeinde, und Howard sagte zu mir: Matthias, ich mag deine Predigten inhaltlich top, aber wo sind die persönlichen Beispiele? Wir brauchen Zeugnisse. Zeugnisse helfen. Und das hat mir auch nicht so geschmeckt am Anfang. Da dachte ich so, ach, Howard. Und dann habe ich mich reflektiert, habe das Feedback auf mich wirken lassen und habe gemerkt, ja, er hat recht. Wo sind die persönlichen Stories? Und hier hast du schon mal zwei gehört. Wisst ihr, ohne Feedback ist es einfach schwierig, deine blinden Flecken zu erkennen. Wir brauchen einfach unser Gegenüber, das ehrlich mit uns ist und uns auch mal ermahnt. Und das ist wirklich so ein praktischer Tipp von mir. Bevor du dich verteidigst, lass das Feedback erst einmal auf dich wirken. So einfach sagst, danke, dass du den Mut hattest, mich ehrlich zu spiegeln. Ich werde mir einfach mal einen Moment nehmen und darüber nachdenken. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, sei dankbar für diejenigen, die dich ehrlich spiegeln, die dir ein ehrliches Feedback geben. Leute, die dich lieben und dir ein Feedback geben, sind echt Gold wert. Und im Buch der Sprüche, Kapitel 27, lesen wir davon. Ja, Sprüche 27, Vers 5 und 6, da heißt es: Besser ein offener Tadel als Liebe, die ängstlich schweigt. Was für ein passender Vers. Treu gemeint sind die Schläge von dem, der dich liebt, doch reichlich die Küsse des Hassers. Ja? Und das ist meine Frage an dich. Wer liebt dich genug, um dir ein ehrliches Feedback zu geben? Ja? Das ist eine gute Frage. Ja, und bekommst du häufig ein Feedback oder eher selten? Und wenn nein, was ist denn der Grund dafür? Ja? Und ich möchte dir da auch einen Tipp am Rande geben. Wenn du selten Feedbacks bekommst, bitte schlussfolgere nicht, dass du keine Fehler machst. Ja? Das wäre fatal, wenn du glaubst, okay, ich bekomme nicht viele Feedbacks. Das muss bedeuten, ich mache alles richtig. Ich glaube, dass es verschiedene Gründe gibt, warum Menschen dir möglicherweise kein Feedback geben. Und genau, da möchte ich dir jetzt einmal 5 Arten geben. Ja? 5 Punkte, 5 Arten, wie du auf ein berechtigtes Feedback reagieren kannst. Ja, also jemand spricht etwas an und das hat Hand und Fuß, sie haben recht. Ja, wie kannst du darauf reagieren? Erstens, jemand spricht etwas in deinem Leben an und du reagierst mit Minderwertigkeit und Rückzug. Ja? In dem Sinne, jemand spricht etwas an und dein erster Kommentar ist: Oh ja, ich bin so ein Versager. Oh, am besten ziehe ich mich zurück, dann musst du dich nicht mehr über mich ärgern. Am besten wir sehen uns nicht mehr so häufig. Ja? Also das heißt, du kannst total machtlos auf ein Feedback reagieren. Also jemand spricht ehrlich etwas an und du reagierst mit Minderwertigkeit. Ja? Wenn du das machst, dann wird dein Gegenüber irgendwann kein ehrliches Feedback mehr geben, weil er sich denkt, auf diesen Bad Self-Talk, den du dir dann gibst, habe ich keine Lust. Okay, der zweite Punkt. Jemand spricht etwas an und du rechtfertigst dich. Du suchst nach Ausreden. Ja, ich war halt letzte Woche krank und mein Karnickel hat auch einen Schnupfen und meine Schwiegermutter ist gestorben. Ja, du suchst nach Ausreden, weil jemand etwas ehrlich anspricht, wo du vielleicht Deadlines nicht gehalten hast oder Dinge vergessen hast, und du suchst nach Ausreden, du rechtfertigst dich, anstatt zu sagen, ey, danke, dass du das ehrlich ansprichst, ich schaue es mir an. Ja, okay. Der dritte Punkt, ja, jemand spricht etwas an und du gibst anderen die Schuld. Also so kannst du auch auf ein Feedback reagieren, ja. Und zwar sagst du, boah, ich hatte echt eine traumatische Kindheit.
Ja, wenn du wüsstest, wie mein Vater mich erzogen hat, wenn du wüsstest, wie faul mein Mann ist, ja, wenn du wüsstest, wie anstrengend meine Kinder sind, also jemand spricht Dinge in deinem Leben an, ehrlich an, und du gibst anderen die Schuld dafür. Ja? Okay. Der vierte Punkt, jemand spricht etwas an und du gehst in den Angriffsmodus über. Ja, schau dich doch mal an, du kannst das doch auch nicht besser. Ja? Also anstatt das zu reflektieren, demütig dir einmal anzuschauen, ja, fängst du an, dein Gegenüber, demjenigen, der dir ein Feedback gibt, das total hilfreich sein könnte, du greifst ihn an. Ja? Und jetzt haben wir natürlich noch den fünften Punkt, und das ist der richtige Weg, wie du auf ein berechtigtes Feedback eingehen kannst. Jemand spricht etwas an und du reagierst total machtvoll. Ja? Du sagst einfach, danke für dein Feedback, ich werde in Ruhe darüber mal nachdenken. Ja? So, und das wird dazu führen, dass andere dir gerne Feedback geben, weil sie das Gefühl haben, warte mal, der wertschätzt meine Meinung. Sie sieht, dass ich eigentlich nur ihr weiterhelfen will, sie ermutigen will. Ja, und deshalb spreche ich auch Dinge klar an, also deshalb ermahne ich. Nun, stell dir doch selbst die Frage, wie reagierst du auf Feedbacks? Denn die Art und Weise, wie du in Beziehungen auf Feedbacks reagierst, formt entweder eine florierende oder eine stockende Feedback-Kultur. Ja, können Leute Dinge ehrlich ansprechen oder reagierst du aufbrausend? Ja, bist du emotional beleidigt, wenn jemand Dinge anspricht? Und eine Feedback-Kultur zu leben, das heißt also Feedback zu geben und zu empfangen, setzt eine starke Identität voraus. Ja, wenn ich Dinge in deinem Leben anspreche, dann musst du das nicht gleich persönlich nehmen. Also du kannst das auf deine Identität, auf deinen Wert münzen. Aber je sicherer du und ich in unserer Identität stehen, umso einfacher fällt es uns, Feedback zu geben und zu nehmen. Ja? Und wenn du merkst, warte mal, nein, also wenn mir jemand Feedback gibt, ich fange sofort an meiner Identität zu zweifeln, dann will ich dich total ermutigen, dir einfach das Erlösungswerk von Jesus nochmal anzuschauen. Ja? Jesus ist gekommen auf diese Welt, er ist für dich gestorben am Kreuz und hat damit seine Liebe bewiesen. Ja, Johannes 15 erklärt, da sagt Jesus, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für Freunde, und Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Du bist so sehr geliebt, du bist so sehr gewollt. Tauche in diese Identität ein. Lass dich von Gott lieben. Und du wirst merken, dass es dir einfacher fällt, Feedback zu nehmen und Feedback zu geben. Okay. Jetzt abschließend habe ich 7 Punkte für dich, ja, wie du Feedback praktisch nehmen kannst. Ja? Und damit, das beinhaltet auch, dass Leute manchmal sich Luft machen und vielleicht nicht auf gesunde Art und Weise Feedback geben. Das kommt ja auch vor. Wir haben Konflikte und unser Gegenüber ist nicht konfliktfähig. Ja, du denkst für dich, ja, ich bin konfliktfähig, aber mein Gegenüber ist nicht konfliktfähig. Ja, 7 Schritte, wie du mit einem Feedback gesund umgehen kannst. Erstens, ja, habe ich schon mal erwähnt, ist eine kurze Wiederholung, aber lerne es erst einmal, ein Feedback anzunehmen, ohne dich zu erklären oder zu verteidigen. Nimm dir die Zeit, nimm dir einen ruhigen Moment und reflektiere über das Feedback. Ja? Wenn dir jemand etwas sagt, dann musst du nicht sofort darauf reagieren. Sag einfach Danke. Diese 5 Zauberworten, zaubervolle Buchstaben, ja, danke. Okay, das ist das Erste. Der zweite Schritt, wie du gesund mit einem Feedback umgehen kannst, ist, dass du als Feedbacknehmer sofort reflektieren kannst in dem Moment, wo du ein Feedback bekommst. Ja, ist die Art und Weise, wie der Feedbackgeber mir ein Feedback gibt, ist das okay?
ist die Art und Weise okay? Will er mich wirklich ermutigen und ermahnen? Oder benutzt er mich einfach gerade als ein Kotzeimer, weil er mit seinen Emotionen nicht zurechtkommt und einmal... Ja? Und das musst du nicht mit dir machen lassen. Ja? Da kannst du gesund eine Grenze setzen. Ja? Der dritte Schritt, wie du gesund mit einem Feedback umgehen kannst, das dir gegeben wird. Du darfst wissen, nicht jedes Feedback hat mit dir zu tun. Das ist vielleicht irgendwie ein interessanter Gedanke, aber lass mich das mal ausführen. Nicht jedes Feedback hat mit dir zu tun, denn zum Beispiel predige ich und dann treffe ich irgendwelche Aussagen. Und dann kommt jemand auf mich zu und sagt, Matthias, das, auf die Art und Weise darfst du das nicht sagen. Ja? Und dann höre ich mir das an und dann denke ich so, okay, ich merke, meine Aussage hat dich verletzt. Ja? Aber das muss ja nicht mit mir zu tun haben, sondern vielleicht trete ich total selbstbewusst und klar auf und mein Gegenüber kann mit Menschen, die selbstbewusst und klar auftreten, sie kann mit solchen Menschen nicht umgehen. Ja? Aber das bedeutet nicht, ja, dass mein Feedback, das ich gegeben habe, schlecht ist oder dass ich, wie ich gelebt habe, was ich gesagt habe, schlecht ist, sondern vielleicht einfach, dass die andere Person, die mir dann sagt, oh nee, so kannst du nicht sein, dass das Feedback nicht mit mir zu tun hat, sondern mit anderen Personen, die vielleicht dieselben Eigenschaften hatten wie ich und sie früher verletzt und enttäuscht haben. Ja, genau. Der vierte Schritt, wie du gesund mit einem Feedback umgehen kannst, wisst ihr, manche verwechseln Feedback geben mit Buße tun. Ja, das kommt vor. Jemand kommt auf dich zu und sagt, hey, weißt du was, ich wollte mich mal bei dir entschuldigen. Und denkst du, okay, und dann hörst du dir das an und dann sagt er, ja, ich wollte mich bei dir entschuldigen, dass ich so und so über dich gedacht habe und mich so und so verhalten habe. Das ist kein Feedback, das ist Beichten. Ja? Und manchmal verwechseln Leute das. Also sie geben dir kein Feedback, sondern sie beichten, oh, ich habe schlecht über dich gedacht und so weiter. Und manchmal wäre es besser, das gar nicht zu hören. Ja? Also das heißt, da kannst du jemandem das auch dann wieder ein Feedback aufs Feedback geben und sagen, weißt du, ich glaube nicht, dass du mir gerade ein hilfreiches Feedback gibst. Ich glaube, es geht gerade eher um dich. Du willst deine Seele erleichtern, sehr gut. Ja? Also Feedback ist kein Beichtmoment. Dann kommen wir zum fünften Schritt. Ja? Also der fünfte Schritt, um gesund mit einem Feedback umzugehen. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber Worte haben Macht. Ja? Also wenn du mit Menschen sprichst, dann können deine Worte entweder Leben oder Tod hervorbringen. Ja, so heißt es in Sprüche 18, Vers 21. Deshalb gehe mit einem Feedback immer um wie mit einem Kaugummi. Ja? Kaue mal kurz drauf. Und was für ein Geschmack bleibt zurück? Ja? Ist es ein hilfreiches Feedback oder ist es destruktiv? Ja? Und dann kannst du entscheiden, das Gute nehme ich und das, was nicht so gut schmeckt, das spucke ich aus. Ja. Der sechste Schritt, wie du gesund mit einem Feedback umgehen kannst, ist einfach, dass du ein Feedback auch mit guten Freunden und Ratgebern einmal analysieren kannst. Ja? Also du teilst dein Feedback, das du bekommen hast, mit jemandem und sagst, hey, sei mal ehrlich, ist da was dran? Ja? Also es gab mal so einen Moment, da hat meine Frau ganz ehrlich mal in meinem Leben etwas angesprochen. Und meine erste Reaktion war, nee, pff, nix. Und dann habe ich gedacht, vielleicht steckt da doch was dran. Ja, und dann habe ich mit einem guten Freund darüber gesprochen. Ich habe gesagt, weißt du, meine Frau hat was bei mir angesprochen und sie meint, ich verhalte mich immer so und so. Wie ist das eigentlich? Wie nimmst du das wahr? Also ich habe ganz aktiv um ein Feedback gebeten, auf ein Feedback, das ich bekommen habe. Ich habe das gemeinsam analysiert. Ist etwas an dem Feedback dran? Was kann ich lernen?
und was sollte ich vielleicht davon wieder ausspucken. Und das hat mir sehr geholfen, weil dadurch meine Ehe einfach noch vertrauensvoller geworden ist, weil das Feedback wirklich berechtigt war. Okay, der siebte Schritt und letzte in unserer Reihe hier, wie du gesund mit einem Feedback umgehen kannst, ist, dass du mit diesem Feedback, das du bekommen hast, zu Jesus gehen kannst. Ja, du hast richtig gehört, du kannst mit deinem Feedback zu Jesus gehen und einfach mal mit ihm darüber sprechen. Gott, wie siehst du das? Ja, hier, was ist an dem Feedback dran? Was kann ich hier lernen? Ja, und das sind 7 Schritte, die dir helfen, gut mit einem Feedback umzugehen. Und ich möchte dich zum Abschluss wirklich ermutigen, dass du verstehst, ein gutes Feedback hat eben beide Seiten. Ja. Feedback sollte ermutigend sein, aber echtes gutes Feedback ermahnt dich auch. Es sind immer beide Aspekte. Und je nach Typ, habe ich gesagt, fällt dir das eine oder andere leichter zu geben und zu nehmen. Und ich will dich ermutigen, aktiv nach Feedback zu fragen. Lerne es. Das wäre doch ein cooler Action-Step für diese Woche, dass du dir einmal vornimmst, warte mal, ich frage meine engen Freunde, vertrauensvolle Menschen, einfach mal um ein echtes Feedback. Wie wirke ich auf euch? Wie siehst du mich? Und vielleicht sprechen sie den einen oder anderen blinden Fleck an. Ja, und dann möchte ich dich ermutigen, erstmal Danke zu sagen, das Feedback anzunehmen, darüber zu reflektieren. Und bei Feedback in heftigen Konflikten, dort kannst du die Kultur mit beeinflussen, indem du gesund Grenzen setzt. Ja, und deinem Gegenüber ein Feedback zum Feedback gibst. In diesem Sinne, eine richtig gute Woche. Ciao.